Hallo Borgheide! Hallo Welt! Matze ist hier. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Und Lutze auch. Wir haben gar nicht so viel zu sagen heute diesmal. Kein Fußball und nichts. Wochenende war ganz ruhig, ne? War los gewesen. Wochenende? Du warst nicht da. Ich war nicht da. Ich habe mich einfach mal 2 Nächte verdrückt. Mhm. Da berichte ich aber nachher noch im Wetter von. Genau. Es waren Wahlen. Ja, die sind schon wieder vorbei. Ich habe aber abends noch mal kurz Wahlbeobachtung gemacht und ich muss sagen, Dankeschön übrigens an die vielen Wahlhelfer. Ja. Ich habe das mir mal angeguckt in den beiden Auszählungsräumen. Also da habt ihr echt viel zu tun mit viel Konzentration. Dankeschön für diese ehrenamtliche Arbeit übrigens von uns aus mal. Und herzlichen Glückwunsch all denen, die gewählt wurden, die es geschafft haben in die Gemeindevertretung, Kreissitze und Europawahlen gewählt zu werden. Ja. Soweit. Mehr die Zettel waren so voll und so lang und mehr. Genau. Mehr sagen wir nicht dazu, oder? Nein. Ich wusste schon, dass es knapp wird bei mir, deswegen war ich Briefwahl machen vorher. Demokratie genau. Kann man auch. Ja, Briefwahl. Waren ja ein Haufen Wahlzettel immer in den Briefkästen und ich hoffe, ihr habt da mal richtig reingeguckt und nicht aus Versehen die Umfragebögen von der Gemeinde weggeschmissen. Verwechselt mit den Wahlunterlagen. Ja? Ja. Die für Gewerbe, Jugend und allgemein Rentner. Weiß ich nicht. Nee, für dich? Erwachsene. Nee, was? Erwachsene. Sind. Ja, füllt die ruhig mal aus, damit die Gemeinde weiß, was ihr wollt und wo euch der Schuh drückt und so der weiter. Was war das mit der Jugend? Die Doppelantwort bei der Jugend war, was gefällt dir an Borgheide? Die Nähe zu meiner Familie. Was gefällt dir an Borgheide nicht? Die Nähe zu meiner Familie. Er hat die für Jugend ausgefüllt. mein Sohn ist gespalten. Eine Antwortwahl. Der ist gespalten? Ja. So ein Achsenhaus oder was? Mehrere. Okay. Jo, dann gibt es noch eine Info zu Waldkleeblatt, oder? Ja, das hatte ich in der letzten Woche auch so ein bisschen vergessen. Letztens die Aktion gehabt mit dem Gift im Wald und dem ganzen Problem mit dem Wald hier. Dabei, bei dieser ganzen Sprühaktion, die jetzt erstmal gestoppt ist, nicht vergessen, auch der Waldkleeblatt e.V. braucht noch Unterstützung für die Klage für den Erhalt des Waldes, damit nicht, nachdem hier nicht gesprüht wurde, als nächstes die Windräder kommen und der Wald schon wieder in Gefahr ist. Das ist immer noch akut. Sie haben noch eine Defizitlücke von ungefähr 5.000 bis 6.000 Euro. Bei 5.000 Wahlberechtigten in unseren umliegenden Gemeinden jeder einen Zehner nochmal als Spende reingehauen und dann ist der Werdegang dieser Klage gesichert. Im Moment ist die Klage kurz vor dem Aus. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Dadurch könnte jederzeit theoretisch der Wald hinten gefällt werden und die Windräder reingebaut werden. Genau, es geht um Windräder, nicht um Kleeblätter im Wald. Nein, und es geht hier wirklich um Windräder im Wald. Wenn sie die sonst wohin bauen, sollen sie auf den Acker bauen. Aber hier, der Wald ist nun mal Wald und wenn wir den noch fällen lassen, dann versteppen wir den Rest von Brandenburg auch noch. So, und weil wir gar nicht so viel haben diesmal, jetzt kommt noch, wir haben eine kurze Woche, ne? Kurze Woche, wir bereiten uns schon intensiv, das sieht man hier auch auf den Männertag vor, Himmelfahrtstag. Genau, Himmelfahrtsturnier ist beim BSV 90? Ja, auf dem Sportplatz. Im Stadion heißt das Ding. Stadion. Ludwig-Jahn-Stadion. Arena. Borgheide, ja, Stadion. Ja, die stehen ja nur auf dem zweiten Platz. Wenn die aufsteigen, ist das ein Stadion. Ne? Ja, also ich glaube mal, die werden auch mit die Freizeitmannschaft organisiert das, glaube ich, am Donnerstag. Und genau, um 10 geht es da los? Um 10, richtig, mit ein paar Spielchen. Da gibt es, glaube ich, 25 Euro Startgebühr pro Mannschaft. Irgendwas war da, habe ich gelesen. Ja, 10 Uhr, also wer nicht wie ich sich hier verdrückt aus dem Ort dies Jahr wieder. Ich glaube, ich muss mal im Spreewald nochmal gucken, ob da alles machen. Gurken jagen. Ja, und weil wir schon beim Fußball waren, bleiben wir noch kurz beim Fußball. Nächste Fußballspiel von BSV 90 steht an. Wir hatten ja jetzt endlich mal ein bisschen Ruhe am Wochenende, weil die sind ja ständig unterwegs und nur aktiv und so weiter. Trainiert werden sie ja trotzdem haben. Am Sonntag, 15 Uhr, in Treuenbrietzen gegen den TSV Treuenbrietzen 2. Spielen sie wieder mal. Und falls der Lutze das noch schafft, kann er hier noch mal ein Bild reinbringen. Schönen Gruß von Hartmut übrigens, war mal ausrichten aus seinem Angelurlaub. Der hat da so kleine Fische gefangen, habe ich gehört. Du meinst, ich bringe die 120 Meter, 150 Kilo schweren Fische hier rein? Kannst ja mal kurz so aufpassen. Mal gucken, ob ich ein Bild finde.
dann hänge ich das mal rein. Ja, Hartmut, mach dich mal frisch. Am Sonntag geht es wieder richtig in die Vollen. Und Treuenbrietzen ist auch nicht ganz ohne. Brauchen noch ein paar Fans und dergleichen mehr. Wie gesagt, am Sonntag ab 15 Uhr in Treuenbrietzen gegen den TSV Treuenbrietzen 2. So, jetzt sind wir schon durch oder es fällt dir noch irgendwas ein? Nein, mir fällt jetzt nichts mehr ein. Wir wollen jetzt auch die Leute nicht mehr langweilen. Doppelgesichter hier vor der Kamera reicht ja auch schon wieder. Ich gehe mal. Tschüss, Lutze. Wetter mal. Mach mal Wetter. Zieh ab. Hallo Lutze, hallo Borg, Heide, hallo Welt. Ich melde mich heute aus der Gegend von Miro. Das ist so an der Müritzer Seenplatte, kurz davor. Irgendwer schwatt. Was ist das da hinten? Rapunzel? Schneewittchen? Er läuft da rum. Ich mache mit dem Wetter gleich... Ich mach mit dem Wetter lieber von zu Hause aus weiter. Das klappt hier nicht. Ich hab dann frischiger Quatsch. Die quatschen alle dazwischen. Nochmal. Och nee. Ich will's nicht. Ich will nicht mehr von hier. Es war nicht einfach. Egal. Das Wetter für die kommende Woche. Dienstag und Mittwoch lässt es noch ein wenig nach. Die Temperaturen sacken noch mal ein bisschen zurück. So der letzte Kälteeinbruch. Und ab Donnerstag mit 22, 23 Grad und viel Sonnenschein, Sonnencreme nicht vergessen, geht es dann auch weiter. Und Freitag vielleicht noch ein bisschen bedeckt, aber die Temperaturen bleiben demnächst für die, ich sage es mal, Langfristprognose stets alles über 20 Grad ab dem Donnerstag. Also Daumen drücken, dass wir jetzt endlich den Sommer bekommen. Jo, soweit erstmal zum Wetter. Dann habe ich letztens gehört, haben wir auch schon mit unseren Videos eine erfolgreiche Stellenbesetzung in Borkheide vorgenommen. Ich sage jetzt mal nicht wo und wie, aber es ist egal. Hat funktioniert und ich blende das hier nochmal ein. Auch in Brockwalde ist noch eine Stelle zu besetzen. In der Physiotherapie bei der Angelika Ott. Wer dort irgendjemand kennt oder was weiß, oder jemand kennt, der was weiß, dass jemand eine Stelle sucht oder ausfüllen möchte, dann dort einfach mal Bescheid sagen. So, das war's dann von hier aus. Eine schöne kurze Woche gewünscht. Ciao. Ja, nochmal vielen Dank, lieber Matze, fürs Wetter. Ja, mal gucken. Soll warm werden, hat er gesagt. Zumindest zum Herrentag. Freuen wir uns drauf. Und das war es schon wieder hier von Borkheide News TV. Endlich mal ein bisschen kurzes gewesen. Haben wir nicht so ganz so viel Stress. Wir sehen uns wieder nächsten Montag. Bis dahin alles Gute, wie immer hier bei Borkheide News TV. Euer Lutze. Und tschüss.